schön. Hier war.
Kannst du nicht draußen sein? Weiß ich nicht. Das ist schwierig. Ja. Nicht zu wissen, ist schwierig. Moin. Darf ich die Luftpumpe benutzen? Darfst du, steht draußen. Ich schwende mal. Komm, schmeiß rein, Nani. Von Luft kann man nicht leben. Ach so, du spendest feudal. Danke. Danke, sag ich. Die steht irgendwo da gegenüber. Ja, blaue, da, gegenüber. Ich sehe sie von hier. Da, ich sehe sie auch. Ja, wollen wir zwei kurz drauf hinsetzen? Ja, aber wirklich nur kurz, weil ich muss ja wirklich, also wirklich. Ja, ich auch, die Kinder sitzen alleine am Tisch. Ja und? Ja. Kommst du gleich wieder? Ich so, ja. Wo ist dein Essen? Ich so, drin. Also heißt das, du isst mit uns? Ja. Ach so. Ja, ja du, du weißt ja, wie es ist. Ganz kurz, deswegen. Du isst es nicht mehr. Nicht so umschlabber. Ich weiß, ich finde aber die Ziegel da. Äußerst lecker, glaube ich. Thank you.
geschenkt bekommen. Für Kinder. Also mit dem Kinderzimmer? Im Garten. Oh. Okay, gut. Getauscht. Mit dem Kinderzimmer? Ja, bitte. Jetzt. Ich freue mich richtig drüber. Naja, du kriegst unser Anouk bekommen. Ein schönes Sofa. So ein Jugendzimmer, wenn schon eine steht. Ja, wirklich, aber die spielt eh nicht. Ja. Wir können ihr ihren Kleiderschrank rüberräumen. Und den grünen Schrank auch. Da kommt ein bisschen Platz rein ins eine Zimmer. Ja, ihr Zimmer dann. Mhm. Und vielleicht diese. Ciao. Tschüss. Diese Kommode mit den Sternengriffen. Wohne mit den Sternen. Ja, die am Bett dran steht. Ja, okay. Ja. Das kann da auch rüber. Und dann haben die beiden nämlich ein bisschen mehr Platz. Und mit Lego spielt sie ja eigentlich. Aber das machen die Kinder ja mal kaputt. Das ist Gadi zum Beispiel, weißt du? Und da ist ja Lego drin. Und eigentlich. Aber das verraten wir ihr noch nicht. Erst wenn es soweit ist, ansonsten. Es wird eingerichtet, fertig gemacht und dann. Dann müssen wir ihr ein Bett besorgen. Das darf sich auch so. Mhm, im Bett. Nein! Vielleicht ein kleines Nachttischchen. Fände ich schön. Die Sofa. Nein, Alter. Und nochmal ein Schreibtisch. Nö. Da stand pikant drauf. Hm. Hm. Ja, da freue ich mich richtig drüber. Vielleicht holt man ein Sofa, was man aus. Ich hab's gewusst. Ich komme gleich. Total fertig, ey. Naja, die besseren stehen drin. Also könnt ihr euch gerne umschauen. Dankeschön. Ja. Unten und dann rechts und schaut euch um. Jedes Mal denke ich, ach nee, eigentlich will ich sie nicht irgendwie Schiene drücken, ja. Aber sie ist auffällig. Du hättest sie erleben müssen mit dem Einkaufen. Na, sie wird auch keine Wasserflasche ausgekippt haben, sondern eine Flasche mit Sirup, nehme ich an. Nimm doch noch einen Stück Pizza davor, mach ich. Ja. Mmh, na. Ich glaube, ich würde lieber das, aber ohne die Salami. Die na, mach die Miro. Mmh. Das ist eine gute Stärkung. Du musst gleich 3 Liter Sirup wegwischen. Ja, das wird so. Auf jeden Fall wird das richtig toll.
Da müssen wir wahrscheinlich mal erstmal umbauen ein bisschen, ne? Streichen. Weiß war. Lässt ja auch sein Hochbett drin. Wieso? Hm? Willst du es drin lassen? Dann sucht er sich jemand anders. Kann er doch gar nicht entscheiden. Doch. Wieso? Der ist der Mieter. Dann sucht er sich jemand, der das so lassen will und findet er sofort. Ist doch in Ordnung. Also, Brennholz oder vielleicht doch cool. Seine Wohnung. Kann es nicht entscheiden, wer danach die Wohnung bekommt, oder gekündigt.